Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Alicia-Info-Folge. Im Prinzip habe ich sie schon mal aufgenommen. Ich dummerz habe aber vergessen, mein Mikro anzumachen. Das kann ich alles mal von vorne erzählen. Yay! Es geht nämlich darum, dass ich sozusagen eine Guild schon mal aufgebaut habe. Und man besteht sie aus zwei Leuten. Mir und Co-Leiter Tagträumerin, a.k.a. Judy. Ja gut. Über das Logo können wir uns jetzt streiten. Es gibt noch nicht so viele Wappensachen, die man machen kann. Ich war aber vom Anfang erstmal doch, ja, sehr erfreut, dass ich wenigstens ein paar Sachen zusammenbauen kann. Einmal die Lightmasters sind wir. Wenn ihr Interesse habt, ab und zu am Abend aus Spaß halt Rennen zu reiten, besonders Magie-Rennen und Einzelrennen, und was ich auch voraussetze, Discord besitzt, könnt ihr euch ganz einfach runterladen und auf den Server kommt. Dann, ja, können wir am Abend mal, sagen wir mal, also ich bin meistens 18, 19, 20 Uhr gern abends online und laufe gern oder renne halt ein paar Runden Magie oder mit Magie-Team. Und da haben wir auch immer sehr, sehr viel Spaß dran und dachte ich, komm, hey, lass uns so eine Gilde aufbauen. Natürlich ist die Voraussetzung, wie gesagt, Discord und, dass ihr immer halt auch teamfähig seid. Ich setze jetzt nicht voraus, was ihr für eine Rüstung tragen müsst, was für ein Pferd. Ich denke mal, es gibt bestimmt auch sowas irgendwie. Oder ob ihr Tempo oder Kontrolle nehmt, das müsst ihr halt immer halt selbst entscheiden, womit ihr halt am besten klarkommt. Manche kommen halt mit Tempo besser klar in Magie oder nutzen das gerne oder Kontrolle oder was, boah, Geist oder was es auch immer noch so gibt. Könnt ihr natürlich selbst entscheiden, aber wenn ihr mal Spaß dran habt, Rennen zu reiten, besonders Magierennen und auch mal Abendszeit habt, besonders am Wochenende auch mal Spätabendszeit. Also ich habe zum Beispiel auch von Freitag auf Samstag jetzt von 20 Uhr bis einfach 0 Uhr einfach nur Rennen geritten. Hobbylos. Aber wenn es halt Spaß macht. So als Alltagsdurchbruch mal was anderes machen und am Abend einfach entspannt zusammen mit Discord reden. Ich wollte eher eine familienhafte Gilde aufbauen. Das Alter. Ja, das Alter, ne? Das ist hier Thema Alter. Ich sage erstmal nichts zu. Ich sage einfach, wenn wir mit euch klarkommen, dann. Mein Gott, dann kann das Alter 11, 12, 10. Okay. 10. Wenn man halt miteinander klarkommt, dann ist das Alter eigentlich egal. Weil wir wollen ja nicht irgendwie, keine Ahnung, die Allerbesten werden. Jetzt einfach eine. Oh nein, Schafe! Einfach aus Spaß zusammen rennen und uns verbessern. Wäre natürlich auch cool, wenn irgendwelche Leute dazukommen, die sich vielleicht mit Alicia Online schon sehr gut auskennen. Man sich untereinander austauschen kann, neue Freundschaften verknüpfen kann. Das wäre zumindest sehr super. Und besonders, was mich auch interessieren würde, was mit den Jahreszeiten Nullgewinne und insgesamt Nullgewinne auf sich hat. Ich habe irgendwie gehört, es gibt, weiß nicht, ob es jetzt schon draußen ist, ob es vielleicht irgendwann Gildenrennen gibt. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus. Ich bin auch noch neu in diesem System drin. Das ist meine allererste Gilde. Ich habe ja noch keine große Ahnung von. Also wenn irgendwer Lust hat, schreibt es doch in die Kommentare oder vielleicht seid ihr ja schon auf meinem Discord-Server. Ich kann zumindest, sollte ich es nicht vergessen, den Discord-Server auch nochmal in die Infobox reinpacken, damit man auch untereinander reden kann. Mich würde es freuen, wenn auch Leute, so wie Anfänger oder auch eben halt erfahrene Leute dazukommen würden. So, die nächste Info ist, auf ihn reite ich schon, das ist der gute Thorsan. Der Thorsan ist ein Schimmel mit kurzer schwarzer Mähne und normalen schwarzen Schweif. Ich habe ihn mal endlich rausbekommen. Das Gute daran ist, Stammbaum komplett weiß. Der wird auf jeden Fall bald in Zucht gestellt. Und wer jetzt zum Beispiel anfängt, gerade mit Schimmeln zu züchten und eben halt noch nicht so auf die Kontrolle guckt. Bei mir ist er noch nicht so hoch, weil ich von Tempo auf Kontrolle rüber geswitcht bin. Deswegen dauert das wieder, bis ich eins der gewissen Sachen voll habe der beliebigen Werte. Das ist eben halt, deswegen ist zum Beispiel Tempo noch auf 27. Aber wer eben halt frisch anfängt mit Schimmeln zu züchten und ich stelle ihn auch nur für 10.000 natürlich rein. Ist natürlich, ich sag natürlich, oft natürlich, hahaha. Ist es
wie ein gefundenes Fresschen. Und wenn sich irgendwer auch noch mit der Zucht auskennt, ich habe den Thorsten gestern für ein paar Stunden die Zucht reingestellt. Er ist total ausgezüchtet. Das kann ich euch mal zeigen. Ich wollte ihn eigentlich heute auch wieder in die Zucht stellen. Ach, ich muss das Pferd ja wechseln. Hilfe. Wollte ich ihn auch wieder reinstellen, aber gestern hatte er noch volle Herzen gehabt, jetzt nicht mehr. Das ist natürlich meine Frage an euch. Muss man eine gewisse Zeit warten, bis die Herzen wieder voll sind? Oder liegt es doch vielleicht an den Putzen? Was ich aber dachte, dass es eben halt nur ist, wenn man gerade selber züchtet und nicht, wenn man die Pferde reinstellt. Weil, ich kann auch mal Pferdepflege zeigen. Ach, das vergesse ich immer wieder, das muss ja wieder Pferd wechseln. Weil ich ihn gestern reingestellt habe, habe ich ihn überhaupt nicht geputzt. Dann war sozusagen Schönheit auf Null. Und hatte mehr Herzen gehabt. Deswegen glaube ich nicht, dass das diese Schönheit an der Zucht selber liegt, wenn man die Pferde reinstellt. Ich hoffe mal, vielleicht kann mir da irgendwer helfen. Und wie man da am besten, wenn man das Pferd in die Zucht reinstellen will, dass man die Chance wieder erhöhen kann. Weil wäre natürlich wieder super, wenn ich die Herzen erhöhen könnte. Weil, da sage ich selber ganz ehrlich, wir möchten mit einem Pferd, mit dem ich Herzen züchten. Da hat man eine sehr, sehr niedrige Chance nur. Oh. Das wären 9 Stück nur. Und man möchte natürlich ein Herz mit vielen Pferden, genau. Ein Pferd mit vielen Herzen haben. Wenn irgendwer weiß, wie man die Herzen wieder aufstocken könnte, wäre das eine super duper Idee, dann könnte ich ihn auch wieder reinstellen. Deswegen werde ich es jetzt im Moment noch nicht machen. Aber das war es auch im Groben schon wieder von mir. Wer Interesse an der Gilde hat, der schreibt es in die Kommentare oder kommt auf den Discord-Server, könnt ihr euch melden. Und wenn irgendwer was über die Zucht weiß, wäre es auch wunderbar, wenn man es mir in die Kommentare schreibt. Ich bin natürlich auch, wenn es darum geht, noch ein kleiner Anfänger und ich lerne halt viel von den anderen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.